einmal Joghurt holen. Die haben auch alle nur dieses Zeug. Wahrscheinlich ist es das Gleiche. I don't know. Gut. Joghurt, ne? Das auch. Filterkaffee ist richtig teuer, ne? Ich auch noch mal mit. Vielleicht können wir morgen irgendwie Spaghetti-Creme machen oder so. Und dann Joghurt. Okay. Das ist mir aber zu viel. So viel Joghurt esse ich auch nicht mehr wie früher. Ich nehme mal einen kleinen mit. Joghurt habe ich gekauft, Sucuk für die Kleine. Die isst sehr gerne Sucuk. Ich hoffe, wir haben noch genug Eier. Eier, egal. Zur Not geht auch noch Sucuk. Guck mal, das piekt das jetzt hier irgendwie. Ich muss mal da rumdrehen. So. Genau. Und dann so schnell beten. Allah izin verirse. Es ist schon wieder spät. Na, ich würde ganz gern eigentlich noch mal in den Pool gehen, aber ja, mal gucken, wie weit es mit dem Essen ist. Hier jetzt auch nicht rein, wenn die Kleine nicht darf. Wasser soll ja wieder da sein. Und ich muss jetzt auch erstmal beten, das heißt, ich muss meine Gebetsflasche nehmen. Und dann zum nächsten Mal gucken. Vielleicht gehe ich vor dem Essen noch in den Pool. Ich habe jetzt auch nicht so wirklich Hunger. Ich habe zwei Eis gegessen, aber ich habe Durst. Ich hätte mir jetzt auch was gekauft, aber ich bin ja eh gleich zu Hause. Muss ich mir noch mal süße Fanta kaufen. Ich habe ja zu Hause, verdünne ich das ja immer. Mindestens zur Hälfte, wenn nicht mehr. Irgendwie hat die Pumpe vorhin so furchtbare Geräusche gemacht.
Ich weiß gar nicht warum. Das hat sich so angehört, als hätte die Pumpe keine Wasserzufuhr vom Reservoir, aber eigentlich hatte der Gärtner das voll laufen lassen. Aber vielleicht war mit seiner Arbeit erst fertig. Huch. Nachdem das Wasser weg war. Das sah gut aus im Moment. Oben ein bisschen geblitzt und guck mal, wie schön die Wolken aussehen. Ne? Hier müsste man jetzt stehen und ein Bild malen. Ne? Richtig schön. Richtig schön. Wie gemalt sehen die Wolken hinter. Guck, das blitzt. In den Bergen ist bestimmt Gewitter. Da regnet es bestimmt jetzt. Guckt. Oder ist die Anlage? I don't know. Keine Ahnung, was da so blitzt. Ich bin heute aber nicht so kaputt wie letztes Mal, obwohl es mir ja eigentlich nicht so gut geht, ne? Ich habe es ganz gut geschafft alles, aber es ist auch nicht, ist ja schon kühl relativ, deswegen vielleicht auch. Letztes Mal bin ich ja, glaube ich, nachmittags hoch. Jetzt ist ja schon keine Sonne mehr. Sieht das nicht schön aus? Richtig schön. Ja, irgendwo so da oben so ein Tierparadies. Keine Nachbarn, die einstören. Keine Schlangen. Und keine Skorpione, bitte. Dafür dann auch genug Hühner, die das alles fernhalten. Das wäre schon schön. Für beide Seiten, aber ich glaube, so ein Grundstück zu finden, ist halt schwer. Das wäre schon schön, wenn man da ein paar Lebewesen noch helfen könnte, bevor. Ja. Man selbst auch dann richtig alt wird und vielleicht gar nichts mehr machen kann. Für seine Mitmenschen oder für die Tiere in meinem Fall. Tiere sind einfach die besseren Menschen oft. Leider. Deutschland, ich meine, so drauf. Ja, unser Gärtner wird wohl doch bei uns dann wohnen, solange ich nicht da bin. Das ist mir schon mal eine große Beruhigung. Inshallah. Muss ich ihm nur noch sagen, wenn ich gehe. Die Schlüssel geben.
hinter den Bergen ist ein Gewitter. Mitten in einem Wolke hier. Immer wenn ich es filme, ist vorbei. So. Dann schlafen auch schon alle. Enkelin höre ich schon. Die ist, glaube ich, im Pool. Die ist im Pool. Jo. Und wir haben es. Der hat noch hier hinten bewässert, glaube ich. Hallo? Hund? Bin doch ich. Hallo? Achso, hast du mich angerufen? Ja, wenn ich filme, dann klingelt das nicht. Ja, ne? Naja, ich bin ja noch zum Postkartenshop und ich habe meinen Rücktransfer gebucht. Ja, ich muss ja auch transportiert werden. Ah ja, du musst erst mal ein bisschen laufen lassen. Ja, machen wir ein neues, genau. Ja. Ah, okay, alles aber nur nicht mit den Ohren rein. Genau. Bin ich wieder da. Mal kurz alles auspacken hier. Also. Zuglück. Joghurt. Einmal Erdbeerkekse haben ein Angebot. Die kleine ist Erdbeerkekse, glaube ich. Einmal Creme. Und mein Dingsöl. So. Genau. Das ist mal zum Kühlschrank und dann auf jeden Fall was trinken. Wieso hat sie dann das ganze Obst rausgeholt? Das wird doch alles warm. Naja. Vielleicht soll das warm werden, damit es nicht so kalt ist. Sind die alle krank? Das kann sein. So, Postkarte raus. Und Medikament und das war's. Hände waschen, beten, trinken erstmal. Schnellspiel, das werde ich kaufen müssen. Schwimmen, ja. Ich hab vergessen. Naja, egal. Reicht noch, glaube ich, wenn man Wasser reintut. So, dann muss ich was trinken. Habe ich hier noch irgendwo mein Glas? Nee. Jetzt werden mir die fast runtergefallen, die beiden, die ich noch habe. 6 Stück. Oh mein Gott, das war knapp. Ich habe auch noch so viel Milch. Emma hat so viel Milch gekauft. Trinken wir ja alle gar nicht mehr. Ich mal gucken, ob ich da noch irgendwas mit anfangen kann. Kirschen hat sie da hingelegt, ne? Keine Ahnung.
mal rum. So. Vielleicht haben die Kittys schon gegessen. Das kannst du haben. So. Okay, dann einmal beten. So. Alles einmal abmachen hier. Und euch erstmal auf Pause.